Wir haben uns versammelt, um das Beileid des Jedi-Ordens zum Tod Senator Tobas Krells auszusprechen. Nadia, euer Vater war ein geschätzter Verbündeter. Wir hoffen, dass ihr seine edlen Bemühungen weiterführt, euer Volk zur Republik zu leiten. Das werde ich. Und zu Hause sollten mich alle als seine legitime Nachfolgerin anerkennen. Senator Grells Leiche ist an Bord, aber er sollte zur letzten Ruhe gebettet werden. Wir werden alle Vorkehrungen treffen, um ihn nach Hause zu überführen. Da ist noch etwas anderes. Senator Grells Testament wurde uns anvertraut und ein Abschnitt betrifft euch beide. Dem Institut für Xenozoologie, falls eine Ausstellung möglich ist. Und das Wichtigste zuletzt, meine liebe Nadia. Sie ist so talentiert. Aber diese Kinder des Imperators sind sowohl talentiert als auch ausgebildet. Deshalb bitte ich darum, Nadia als Padawan aufzunehmen und sie vom Barsentor des Jedi-Ordens ausbilden zu lassen. Wir haben darüber beraten und wir sind einverstanden, dass Nadia euer Padawan wird. Eine hervorragende Idee. Die Macht ist stark in Nadia und sie lernt schnell. Wirklich? Ihr wollt mich ausbilden? Nadia, ein Padawan zu sein beginnt mit einem Eid, seinen Meister und den Kodex der Jedi zu ehren. Oh, also, ich schwöre mich an den Kodex der Jedi zu halten, meinen Meister zu respektieren und meine Lektionen zu beherzigen. Und ich schwöre, euch in den Wegen der Macht zu unterweisen, euch vor Bösem zu beschützen und mich zu erinnern, dass eine Ausbildung ewig währt. Das ist genau das, was Vater sich gewünscht hat. Er wäre so glücklich. Das beweist, wozu das verfluchte Imperium fähig ist. Die Eshkar werden nicht ausreichen. Wir brauchen mehr. Etwas Außergewöhnliches. Duin, jeder verrückte Raumreisende kennt eine Geschichte über Voss und diese Mystiker. Wollt ihr das Imperium mit Legenden bekämpfen? Tut seine Idee nicht einfach ab. Vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Gerüchten zufolge ist Voss die Heimat von Machtsensitiven, die sich Mystiker nennen, jede Verletzung heilen können, in die Zukunft sehen und jeden Plan vereiteln können. Das ist sicher übertrieben, aber wenn ein Körnchen Wahrheit darin steckt, könnten diese Mystiker der Schlüssel zum Sieg der Republik sein. Hoffentlich sind die Mystiker bereit, über eine Allianz zu verhandeln. Wenn ihr wirklich meint, dass ihr nach Voss müsst, seid vorsichtig. Diese Mystiker nutzen vielleicht die Macht, aber sie folgen nicht unseren Regeln. Viel Glück. Senator Grells Tod sollte nicht umsonst sein. Okay. Hey, wir haben halbe Level schon wieder voll. Oder etwas über die Hälfte vom halben Level. So, wir sollen also jetzt zum Planeten Voss. Ist auch ein schöner Planet. Viel Grün. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Reise nach Voss. Da haben wir Voss. Cool, die neue Karte. Gefällt mir gut. Die sagenumwobenen Voss. Ein paar schwüstige Worte und schon rennt jeder zu einem kleinen Planeten. Uns eingeschlossen. Hoffentlich haben diese Mystiker ein Interesse daran, sich uns anzuschließen. Anscheinend glaubt sowohl die Republik als auch das Imperium an diese Geschichten. Beide wollen die Voss unbedingt zu einem Bündnis bewegen. Der Hohe Rat der Jedi sollte die Verhandlungen führen. Anscheinend fühlt sich der Rat durch die Voss beleidigt. Er nennt die Mystiker graue Machtanwender. Lediglich eine ideologische Diskussion.
Aber sie bedeutet, dass der Rat keinen Finger rühren wird, um der Republik zu helfen. In der Hauptstadt der Voss gibt es eine Botschafterin der Republik, die uns vielleicht helfen kann. Sophia Farasch. Vielleicht kann sie uns zu den Mystikern bringen. Gut, ich rede mit ihr. Passt auf euch auf. Denkt daran, dass ihr euch dem Imperium in den Weg stellt, wenn ihr die Mystiker sucht. Alles klar, dann machen wir das. Dann werden wir jetzt erstmal... Wird... Sprich mit geweihter Stimme. Bonus? Wo ist der denn hier? Ist er hier an Bord, geweihte Stimme? Da ist er. Übers Intercom. Ja, dann machen wir das. Wenn es ein Bonus ist, nehmen wir den mit. Die Arte Fulquamas, Limiskaligal, Zraben Jigiawa, Magoliest Kiberu Jiasnu. Von welchem Planeten kamen die Eshka ursprünglich? Jehil Bestor, Sigre, Garf Kyodiam, Tiest Ziti, Kormili, Kiest Madwa, Kabiest Mechetur, Janor, Griske Imdi, Jurkiest Meta. Ich wage kaum, mir eine solche Katastrophe vorzustellen. Die Arte Fulquamas, Limiskaligal, Zwekje Ur Afargiet, Tagmak Torsthital, Getiet. Wenn wir von so etwas sprechen, sagen wir dazu Abscheulichkeit. Quotra, Ratieske Tot, Kabiest Mechetur, Janor Griske Indi, Jurkiest Meta. Ihr und eure Anhänger seid nicht gewalttätig. Ihr habt versucht, mit anderen Völkern zusammenzuarbeiten. Gott warum be Mwadr. Blismet Minija ta Iltaya. Kawe Mahue Jelu Kolost Je Hafne Sinjestka. Ihr sagtet, euer Volk strebt nach der Auslöschung anderer Spezies. Doch ihr wart dagegen. Warum? Bibquet Jifmurst, Dori Giandet Bizu Kayest, Zraben Jigiawa, Magoliest Kiberu Jiasnu, Garf Kyodiam, Tiest Ziti Kormili Kiest Madwa, Kigret Torakara, Kuatmur, Hiersor Jigiest. Eure Bevölkerung war zu groß geworden und ihr musstet euch aufteilen. Eure ungewöhnlichen Ideen haben das verwirklicht. Gott warum be Mwadr. Kawe Mahue Jelu Kolost Je Hafne Sinjestka. Bilkur Kentokba. So, das gab wieder ein paar Punkte. Sehr schön. Und jetzt werden wir auf dem Planeten landen. So, wir sind auf der Luftschleuse sozusagen. Oder in der Luftschleuse. Und dann gehen noch meine Erfahrungsschub noch 20 Minuten. Okay. Der ist für die Planetenquest. Den Handlungsbogen was? Machen wir nicht. Landen. Okay, wir sind da. Ich bin dann überlegen, ob ich nicht einmal
Von jedem Planeten. Ah, so ein Scheiß hier wieder hier löschen. Von jedem Planeten. Den Handlungsbogen extra aufnehme. Das ist manchmal auch eine richtig schöne Geschichte. Das überlege ich mir aber noch. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da, in die Richtung. Oh, das ist bestimmt ein Wissensobjekt. Yep. Mal Codex-Eintrag. Dankeschön. Ja, wir müssen jetzt in die Richtung weiter. Ja, dieser Planet ist mehr so herbstlich angehaucht, wie ihr schon gesehen habt hier. Das ist so die Blätter an den Bäumen. Die haben hier, glaube ich, Herbst. Aber egal, wann wir hierher kommen, es ist immer Herbst. Oh, warte mal, wir müssen in die Richtung. Hallo? Ich bin verwirrt. Ja, ist schon richtig. Wir müssen jetzt irgendwie da lang. Ich gerade gewundert, denke, hä? Boah, nochmal eine Abkürzung hier. Querfeld ein. Ups. So. Absatteln. Komm, Nadja. Und natürlich waren die Voss begeistert, als wir diese Gormak-Wilden niedergemacht haben. Imperiale Ausbildung, wisst ihr? Wie nett. Doch mein Gast ist eingetroffen. Ihr könnt nun gehen. Natürlich. Ein einzelner Jedi wird sicher das Blatt wenden. Verzeiht. Er würde noch die Geduld eines Kitonak auf die Probe stellen. Sophia Farasch, Botschafterin der Republik. Was führt euch nach Voss, Jedi-Meister? Ich muss mit den Anführern der Voss über die Rekrutierung einiger Mystiker für meine Sache reden. Ihr... was? Ich sollte etwas erklären. Sith Lords haben ganze Systeme in Krieg gestürzt, um einen einzigen Heiler-Mystiker zu erlangen. Ein Seher-Mystiker kann die Kultur der Voss mit einem Wort verändern. Und ihr wollt sie als Soldaten? Ich bin zu weit gegangen. Bitte versteht. Mystiker sind selten. Es werden in jeder Generation nur wenige geboren. Und jetzt, da sich die Gormak-Stämme weiter ausbreiten, sind es noch weniger. Es ist für Mystiker-Anwärter zu gefährlich geworden, auf Pilgerreisen zu gehen und ihre Ausbildung zu beenden. Wenn die Mystiker so wichtig sind, sollte die gesamte Voss-Armee ihre Pilgerreise schützen. Es verletzt ihre Ehre, dass sie es nicht können. Leider ist die Bedrohung durch die Gormaks zu groß. Die Voss sind irrational, wenn es um Einmischung bei ihren Mystikern geht. Aber einen Jedi akzeptieren sie vielleicht. Und wenn sie sehen würden, wie ihr einem Anwärter beim Abschluss seiner Ausbildung helft... Aber die Chancen stehen nicht gut. Nur einer von 12 wird tatsächlich ein Mystiker. Wenn die Macht wirklich mit uns ist, gibt es kein Scheitern. Ich hoffe, ihr habt recht. Nun, Atal J ist begabt, aber er hat nicht viel studiert. Und Hensa ist dem Imperium wohlgesonnen. Oder es gibt noch Gaiden Co., einen Bekannten von mir und Seher-Anwärter. Wenn er ein Mystiker wird, hat er Anrecht auf ein riesiges Gefolge, einschließlich Heilern und Voss-Kommandos. Gut, ich rede mit ihm. Havren? Bitte reserviert einen Raum in Bastons Teehaus und schickt Gaiden Co. eine Einladung. Tut mir leid, Botschafterin. Gaiden Co. hat mit seiner Familie heute Morgen Voska verlassen. Er ist ohne Eskorte aufgebrochen? Sie werden da draußen nicht überleben. Jedi, ihr müsst ihnen nachgehen. Er wird zur nächstgelegenen heiligen Stätte gehen, einer Höhle unter dem Berg. Oh, wartet! Das Ritual!
Bevor ihr eintretet, schneidet Zweige von diesen Bäumen hier und hier. Ihr Geruch wird euch genug geläutert haben, um die heilige Stätte zu betreten. Wenn ich es tun muss, um Gaden Koh und seine Familie zu erreichen? Seid vorsichtig. Außerhalb von Voska benehmen sich die Imperialen für gewöhnlich schlechter. Jetzt erstmal langsam. Okay, da haben wir jetzt ein paar Aufgaben bekommen, die wir erledigen müssen. So. Moment, gerade eine Nachricht bekommen hier. So, ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen. Ich muss erstmal für heute Schluss machen. Wo haben wir denn hier die Kantine? Dann gehen wir erstmal in die Kantine. Keine Ahnung, ist es da? Ich schau mal nach. Hier ist keine Kantina. Ja, egal. Wir stellen uns jetzt mal hier hin. Ja. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde wohl morgen früh nochmal wieder ein bisschen was aufnehmen. Am 1. Mai. Und dann werden wir jetzt beim nächsten Mal halt zusehen, was wir jetzt hier machen müssen hier auf Voss. Also irgendwelche Zweige müssen wir sammeln. Ganz wichtig. Damit wir halt in diese Höhle rein können, damit uns nichts passiert. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen, wie gesagt, eine schöne Feier. Die ist ja längst vorbei, wenn ihr das seht. Ich weiß, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Euer Rode. Tschüss.